Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin heute hier in Hütten. Das liegt in Rickenbach im südlichsten Zipfel des Schwarzwaldes, auch Hotzenwald genannt. Und was hier dieses Wochenende veranstaltet wird, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Bei Fauchi waren wir im Workshop in Paderborn und der Erbauer, der heißt Mike Schlenger, und da sind wir zwei hochgefahren, haben den Workshop mitgemacht und jeder hat seine Farbe zusammengestellt. Wir haben die Augen anders gemacht wie die anderen, weil wir einfach gesagt haben, die Idee ist von uns mal her gesehen, ist mal was anders, und dann haben wir einfach die Dinger gebaut. Und das war einfach ein super Workshop, und wir müssen einfach Danke sagen an den Mike, der macht das wirklich super da oben. Es gibt nichts Schöneres wie Drachen bauen, Drachen steigen lassen. Der Flugplatz Hütten präsentiert das Familiendrachenfest am 8. und 9. September 2018. Ein Abendprogramm mit Nightglow der Modellballone. Ein einmaliges Erlebnis für die ganze Familie. Lassen Sie sich überraschen. Internationale Drachenclubs und Piloten aus Holland, Österreich, Schweiz und Deutschland. Die Bewirtung am Samstag ab 11 Uhr, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Bewirtet durch die Segelflieger. Es gibt Drachenvorführungen mit Großdrachen, Einliner-Vorführungen, Lenkdrachen- und Drachenwettkämpfe, Lenkdrachenflugschule und ein Drachenshop. Das Nachtfliegen mit Nightglow der Modellballone findet am Samstag ab 19 Uhr statt. Nachtfliegen mit angestrahlten Drachen und ein Feuerwerk zum Abschluss. Der Eintritt ist für alle frei. Lediglich eine Parkgebühr von 2 Euro bereithalten. Weitere Informationen finden Sie unter der Website drachenfest-hütten.de. Alle Angaben finden Sie nochmals in der Videobeschreibung. Das Drachenfest in Hütten. Lassen Sie sich verzaubern unter den vielen bunten Drachen. Morgen am Samstag, den 8. September, ab 11 Uhr ist hier der Startschuss. Hier im Hintergrund sind gerade natürlich sehr viele freiwillige Helfer am Aufbauen der Festbänke. Ich habe auch bereits schon mit einigen Drachenflieger gesprochen. Wir werden morgen dann natürlich noch einige Interviews hier abdrehen. Und Sie sind alle herzlich willkommen. Der Eintritt ist kostenfrei, die Parkplatzgebühren 2 Euro. Das ist natürlich sehr günstig. Also kommt hierher. Es sind sogar Drachenflieger aus Niederbayern hier. Und es ist hier in der Umgebung das größte Drachenfest. Wie gesagt, alle 2 Jahre. Morgen am 8. und am Sonntag, dem 9. September. Hier in Hütten, Rickenbach. Das ist im südlichsten Zipfel vom Schwarzwald, im Hotzenwald, wie ich es vorhin am Anfang schon gesagt habe. Gegen 19 Uhr wird hier das Nachtfliegen stattfinden. Es sind Modellballone, die beleuchtet sind, und gegen 21 Uhr, 21.30 Uhr dann sogar noch ein großes Feuerwerk.
In diesem Sinn, ich freue mich auf euch. Abonniert am besten den Kanal, Daumen nach oben, denn es gibt eine Reportage, die geht dann ein bisschen später online, nicht gleich übermorgen und nicht am Montag, sondern da lasse ich mir ein bisschen Zeit. Abonniert einfach den Kanal und dann werdet ihr automatisch mitgeteilt bekommen, wenn die Glocke aktiviert ist, vorausgesetzt, wenn das nächste Video online geht. Und irgendwann ist dann auch die Reportage mit dabei. Im Moment bin ich gerade an einem sehr schönen Film, und zwar, da geht es ums Pilze sammeln. In dem Fall bis zum nächsten Mal und tschüss.